Hallöchen, heute gibt es ein neues Video und zwar den Lesemonat vom April. Ja, ein bisschen anders das Setting und mich ein bisschen größer und näher. Mal gucken, ob ihr damit klarkommt. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, nee, bitte lieber wieder auf dem Sofa. Sah gemütlicher aus und wir wollen gar nicht die ganzen ungelesenen Bücher hinter dir sehen. Aber vielleicht wollt ihr es ja, deswegen hier die Position. Ich erzähle euch ein bisschen was über meine gelesenen Bücher. Wer mag, schnappt sich einfach ein Getränk seiner Wahl oder ihrer Wahl und genießt ein paar Minuten mit mir und den Büchern, die ich gelesen habe. An der Stelle, ich bin ja absolut verliebt. Ich mag so eine Art Tassen eigentlich gar nicht, aber die hier schon, weil da ist vorne drauf nämlich eine Hand und die macht das. Und das an einem Herz mit Flammen und das zeigt für mich einfach nochmal wieder, wie sehr die Ergotherapie, mein Lieblingsjob, und auch jetzt gerade mein Herzensweg, also der Weg zur Gebärdensprache, zusammengehören und zusammenarbeiten. Und ich kann gerade nicht anders. Und außerdem habe ich meine andere Tasse kaputt gemacht. Also im April ist wahnsinnig viel passiert und ich kann es gar nicht glauben. Zum einen, es ist Mitte Mai gerade, wenn ich das drehe und darüber spreche. Und zum anderen kann ich nicht glauben, was da alles passiert ist. Und was im Mai jetzt schon wieder alles passiert ist. Dementsprechend fangen wir mal lieber an. Ich habe ein Buch gemeinsam gelesen mit einem ganz tollen Herzensmenschen. Ich bin super froh, dass wir es endlich geschafft haben. Wir hatten den Anlauf schon mal gestartet. Goldkehlchen haben wir gelesen, Erinnerungen voller Lieder von Adriana Popescu. Und ihr werdet sehen, nicht der einzige Popescu in diesem Monat, über den ich sprechen möchte. Was passiert hier drin? Wir sind wieder in der schattigen Pinie und in dem Altenheim, Seniorenheim in Stuttgart. Und erleben mit, wie Toni dort ankommt. Denn Toni ist die neue Chorleiterin der Goldkehlchen, einem Demenzchor. Von dem schon mal nicht genug, von diesem Grundsetting und den Ideen, die einem vielleicht direkt kommen werden, weil man weiß und weil man denkt, na, wie soll denn das funktionieren und werden? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön erzählt. Mir sind so viele Protagonisten so sehr ans Herz gewachsen und ich habe mich wahnsinnig wohl dort gefühlt. Ich glaube, Adriana schafft es da drin, einfach so eine richtige Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen, tatsächlich auch aus verschiedenen Zeiten, was ich super spannend fand. Das heißt, mehr über die einzelnen Protagonisten zu erfahren, die sich vielleicht selber in dem Moment, in dem es eigentlich spielt, die Geschichte, nicht mehr an alles erinnern können in ihrem Leben. Und man erfährt so ein bisschen was dahinter. Und diese Einblicke fand ich wahnsinnig toll. Die haben mich total begeistert und abgeholt. Ich will gar nicht mehr dazu sagen, sonst fange ich vielleicht das Heulen an. Auf jeden Fall, da ist nicht alles schlimm, aber es ist so zu Herzen gehend und so rührend. Und natürlich die Idee, da einen Chor zu gestalten und den Wettbewerb, den es noch gibt. Ein Stück weit erinnert mich das an Pitch Perfect und es hat gar nichts damit zu tun, aber irgendwie so dieses Gefühl, das dabei vermittelt wird. Und ich mochte Pitch Perfect sehr gerne, deswegen, ja, das hat sie einfach geschafft. Sie konnte uns wirklich begeistern mit dem Buch. Dennoch muss ich sagen, mir hat Goldene Zeiten im Gepäck besser gefallen. Ich treffe diese Wertung ganz bewusst und tatsächlich auch ja, mit Nachdruck, weil ich nicht möchte, dass ich behaupten würde, mit jedem neuen Buch kriegt sie mich wieder noch mehr und ich bin noch mehr von ihr begeistert. Natürlich irgendwo schon, weil sie eine andere Facette zeigt, aber die Geschichte, wie gesagt, war nicht ganz so meins. Da war einfach ein Handlungsstrang mit drin, der aus meiner Perspektive nicht hätte sein müssen. Das heißt, da gibt es junge Menschen und die lernen sich unter bestimmten Umständen kennen. Und ich bin der Meinung, ja, diese Art, ich nenne sie mal kleine Romanze, hätte nicht unbedingt für mich sein müssen. Und deswegen würde ich mal behaupten, manches darin sehe ich anders. Und deswegen, genau, es hat mir wahnsinnig gut gefallen, in Summe, in Gänze, dennoch, ich hätte nicht alles davon so gebraucht. Schreibt mir sehr gerne, ob ihr das Buch schon kennt, denn ich möchte super gerne noch mehr Meinungen darüber hören, wie ihr das Ganze fandet. Und natürlich auch, welches euer liebster Charakter ist. Ich habe natürlich auch so manch einen mir bekannten Menschen entdeckt und dachte mir, das passt ziemlich gut zusammen. Und habe mich darüber auch gefreut, wer sozusagen drin vorkommt. Dann ist bei mir ein Buch eingezogen und wurde direkt gelesen. Ich glaube, wirklich erst im April? Nein, stimmt gar nicht. Es ist im März eingezogen. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, ob ich es im März gezeigt habe. Falls nicht, ich zeige es hier als gelesenes Exemplar. Ich habe es mitgenommen in meinen Kurzurlaub. Und zwar von Rupi Kaur, Milk and Honey.
Man könnte jetzt meinen, die Veganerin hält ein Buch hoch und da steht Milk and Honey drauf. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Hier drin geht es nicht wirklich um Milch und Honig, sondern um ja, wahnsinnig schöne Texte. Ich würde sagen, eher poetischer Natur. Und es sind Zeichnungen dabei. Verschiedene. Ja, und das Ganze ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. Oh, da ist noch ein Lesezeichen drin. Einer Beziehung oder auch eines Weges, einer Heilung, einer Trennung. Also, ja, ganz verschiedene Texte. Mich haben sie total begeistert und ich habe fast süchtig kaum aufhören können. Und habe die auf dem Balkon eines Hotelzimmers in der Nähe einer Therme genossen, im schönen Franken. Und kann nur sagen, es hat mir auch in Originalsprache echt gut gefallen. Und ich lese super wenig englische, also Originalgedichte, Poesie, Poetry. Ich bin total dankbar dafür, dass meine echt liebe Kollegin mir dieses Buch geschenkt hat, weil sie meinte, sie liebt es so sehr, dass ich es mir eben schenken möchte. Das war wirklich eine absolute Bereicherung und wird einen Ehrenplatz in meinem Herzen und in meinem Regal behalten. Dann hat sich noch ein anderes Poesiebuch dazwischen gemogelt von Gerhard Tonne, Ein Stück Land einwärts. Das ist ein Buch, das habe ich in einem Bücherschrank gefunden. Es steht vorne drin, dass der Autor vom Jahrgang 1936 ist. Das heißt, das Ganze ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, das Buch war von 85, genau. Ja, also nicht so ganz mehr die heutige Zeit und auch nicht so ganz meine Zeit, muss ich sagen. Ich habe es gelesen und teilweise fand ich es gut, aber das meiste konnte mich tatsächlich nicht ganz so sehr abholen. Vielleicht ist es eine Generationensache oder aber auch tatsächlich einfach die Zeit, in der es geschrieben wurde und für die es auch geschrieben wurde. Deswegen, ich bin total offen dafür und entdecke super gerne immer wieder neue Gedichte. Aber das hier hat nicht ganz so meinen Nerv getroffen. Dementsprechend, ja, quasi beides in dem Monat. Poesie, die mir sehr gut gefallen hat, aber eben auch Gedichte, die jetzt nicht ganz so meinen Nerv getroffen haben. Dann blende ich euch das nächste Buch ein. Das ist ein E-Book gewesen von Patrick Salmon, Yoga gegen Rechts. Ich habe dieses E-Book deshalb gekauft und gelesen, weil ich auf einer Lesung von Patrick Salmon war. Das heißt, ich habe einfach gerne nochmal lesen wollen, was so das Gesamtwerk sagt. Muss gestehen, ein bisschen bin ich enttäuscht, weil diese Lesung oder diese Veranstaltung, diese Show war einfach denen sehr ähnlich, die ich schon kannte von ihm. Ich habe ihn schon mal in München gesehen und einmal in Köln, jetzt eben noch einmal in Darmstadt. Und obwohl da auch ein paar Jahre dazwischen liegen und ein paar neue Bücher dazwischen liegen, sind Texte in den Büchern entweder gleich oder sehr ähnlich. Ja, es kann funktionieren, dass man immer wieder mit sehr ähnlichen Geschichten und Texten und Witzen eine gute Stimmung erzeugt, aber für mich war es einfach zu nah an dem, was ich schon kannte und ich dachte mir, eigentlich schade, ich glaube, er könnte auch mehr hinkriegen. Also im Sinne von nicht massenmäßig mehr, sondern im Sinne von einer Weiterentwicklung oder von einer gewissen, ja, ich weiß auch nicht, einer gewissen Reife vielleicht, ich weiß es gar nicht, was ich genau will. Auf jeden Fall fand ich es ein bisschen enttäuschend. Die Location war total schön in Darmstadt, das heißt, ich kann es nur empfehlen, wer noch nie in Darmstadt war, wie hieß es denn? Ich blende es euch hier unten ein, würde ich mal sagen. Das findet die Zukunftsanja nochmal heraus. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Grundsätzlich hat mir das Buch durchaus gefallen und zugesagt, aber wie gesagt, die Ähnlichkeiten waren mir, die Parallelen zu nah, beziehungsweise war es einfach nicht innovativ genug. Für mich. Ich hatte da einen Anspruch und einen Wunsch und war dann auch bei der Lesung und dachte mir so, hoffentlich reißt das jetzt noch rum mit dem, was er so auf der Bühne sagt. Aber auch da war gefühlt ein Drittel bis die Hälfte sogar so ähnlich zu dem, was ich schon kannte von ihm auf der Bühne oder auch über Videos, dass ich mir dachte, schade eigentlich. Ich glaube, er kann mehr. Dennoch grundsätzlich eine Empfehlung. Also wenn ihr noch nie auf einer Show wart, dann gerne hingehen. Also das ist natürlich ein Highlight, aber wenn man einfach mehrere schon gesehen hat, könnte es sein, dass es euch nicht mehr ganz so gut gefällt. Außer ihr könnt euch da super gut drauf einlassen. Mir war das auch ein bisschen schwierig an dem Tag, weil es ein stressiger Tag war mit viel Fahrerei. Und deswegen kann es auch daran gelegen haben, dass ich mich nicht ganz so gut drauf einlassen konnte an dem Abend. Und dann, wie versprochen, noch ein weiterer Popescu. Der Sommer, als wir träumen lernen, von Adriana Popescu. Ein Jungbuch im CBT-Verlag erschienen. Das heißt,
nochmal mit auf die Reise, sogar relativ aktuell, ich glaube im März erschienen. Was sage ich jetzt dazu? Wir lernen hier 4 Jugendliche kennen. Die sind ganz unterschiedlich und sind aus trotzdem eigentlich dem gleichen Grund in Schweden, weil sie sogenannte Systemsprenger sind oder eben besonders auffällig geworden sind. Das heißt, wir haben hier Leo, Jannis, Alex und Grete. Und diese 4 machen sich auf den Weg, eher unfreiwillig, würde ich mal behaupten, bei allen. Vor allem mit den Regeln, mit denen sie konfrontiert werden, zum Beispiel kein Handy, also kein Smartphone haben sie zur Hand, müssen auch so auf verschiedene Medien verzichten, müssen paddeln und sich selbst versorgen und sich da auf diese Gruppe einlassen. Das heißt, es ist nicht wirklich einfach für die, sondern eher eine Herausforderung. Und bei dieser Herausforderung sind dabei Ben und Yvonne, aber auch Tommy. Und wie wir Adriana kennen, schreibt sie aus verschiedenen Perspektiven. Und das macht sie grandios. Ich finde, dieser Wechsel hat dem Buch echt gut getan, der Geschichte, einfach um ein bisschen in die unterschiedlichen Köpfe reinzugucken und auch denen näher zu kommen. Denn ich glaube, von außen wäre es sonst schwieriger, gerade bei 7 verschiedenen Charakteren. Am Ende muss ich sagen, es konnte mich rundum begeistern. Ich war wirklich total dabei bei der Geschichte. Zu meinem Pech habe ich zwischendrin mal aus Zeitgründen, also Mangel an Zeit, den Faden insofern verloren, dass ich es echt habe liegen lassen für 1-2 Wochen. Gar nicht bewusst, weil ich wollte permanent weiterlesen. Aber das Buch hat es auch wieder geschafft bei mir, so alles in mir heraufzuholen, was ich manchmal bei guten Büchern einfach habe. Nämlich, dass ich es total gern lese, weiterlesen will, permanent. Aber auch, dass ich total Angst kriege, wenn es vorbei ist und dass es bald vorbei ist. Und das hält mich manchmal davon ab, es dann auch ganz zu Ende zu lesen, beziehungsweise dem Ganzen die Chance zu geben. Die letzten 100, 120 Seiten habe ich dann aber in einem Rutsch gelesen und wie immer, war einfach nur begeistert davon. Deswegen lest es bitte alle, egal ob ihr jetzt noch jugendlich seid oder nicht, bin ich auch nicht mehr. Dementsprechend schaut euch einfach gerne mal an, was Adriana da so Tolles schaffen kann und ich bin mal wieder wahnsinnig dankbar dafür, dass ich dieses Buch lesen durfte, von ihr geschrieben. Ein Stück weit auch traurig, weil natürlich wieder eins weniger da ist, das ich neu entdecken darf, aber eins mehr, das ich empfehlen darf. Das waren sie dann, die Bücher für den April, die ich schon gelesen habe. Im Mai sieht es noch gar nicht so gut aus, aber lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch noch überraschen, was noch so kommt und was noch so passiert. Vielleicht habt ihr das eine oder andere gelesen. Schreibt mir sehr gerne in den Kommentaren was dazu. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, lest ein gutes Buch und bleibt gesund. Tschüss!